Selma Bergmann, 5 zu 9 hat man gegen Schweden verloren. Sie waren heute einfach zu gut gewesen. Ja, wir haben sicher nicht so ins Spiel gestartet, wie wir das wollen. Wir sind recht schnell in Rückstand gekommen, recht schnell eine Penalty gegen uns bekommen, dann in Special Teams gegen Goal gegen uns. Wir haben uns aber dann gut zurückgekämpft. Dann immer wieder ein das einfache Goal vielleicht auch bekommen. Und im letzten Drittel, aber dann wirklich, ich bin mega stolz auf das Team, nochmal alles reingeworfen. Jede hat wirklich alles gegeben, voll gekämpft. Und ja, am Schluss hat es leider nicht gelangt. Nach dem ersten Drittel ist eigentlich nur 1-2 gestanden. Im zweiten Drittel hat er dann gerade 5 Goal bekommen. Wieso hat er dort so viele Goal kassiert? Ja, ich glaube, sie ist recht gut gemacht mit dem Ball. Ehrlich gesagt, nicht mal gegen im Kopf. Es ist gerade so ein schwierig nach dem Match. Aber ja, es war sicher manchmal zu einfach, wie sie die Goal geschossen haben. Und ja, die Boxplay, die wir dort bekommen haben, müssen wir vielleicht auch ein bisschen cleverer werden, dass wir die Strafen gar nicht nehmen. Im letzten Drittel hat er dann früher 6 gegen 5 gespielt, das auch mit Erfolg. Wie hast du das erlebt? Ja, wir sehen, wir gehen all in und das haben wir auch gemacht. Darum haben wir auch mega früh den Goalie rausnehmen. Ich finde, es war total die richtige Entscheidung. Es ist natürlich ein bisschen Hektik aufgekommen zum Teil, aber ich glaube, grundsätzlich wirklich gut umgesetzt. Der hat auch noch wirklich ein paar Goal geschossen, nochmal einigermaßen hergekommen und ja, am Schluss hat es dann leider nicht gelangt. Morgen geht es jetzt gegen die Tschechen um die Bronzemedaille. Wie wollt ihr euch jetzt auf das Spiel morgen fokussieren? Ja, wir werden es jetzt sicher in der Garderobe noch mal kurz anschauen, aber näher all die Emotionen und Gefühle hier hauen lassen. Und sobald wir im Hotel sind, werden wir uns voll auf morgen konzentrieren. Ich bin sicher, wir holen den Sieg morgen gegen die Tschechen, weil es ist so ein gutes Team, wir haben so viel Qualität und wir werden momentan bereit sein, morgen für die Bronzemedaille in die Schweiz zu holen.